ich bin doch bestimmt unsichtbar, oder? Ah, nee, wohl doch nicht. Nee, das war wohl doch nicht. Oh, danke, danke, danke. Wusste ich, habe ich. Das wusste ich, ja. Ich hab einen Kill. Kopfschuss-Kill-Bonus sogar. Ein Heady. Ein Header habe ich sogar. Ja. Habe ich voll weggesnackt, Alter. Er hat keine Chance gehabt gegen mich. Da ist eine Max, die Suizid geht. Das sind drei Sandra. Wow. Alter, drei Sandra. Die gehen ja voll ab, ey. Komm, wir helfen einfach mal. Komm. Folge dem Zerg. Der Zerg ist mit dir. Der Zerg sei mit dir, Alter. Ich kann auch mal gerade hier drauf hinweisen. Ihr könnt ja mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist auch ein Link drin von meinem Twitch-Kanal, wenn ich gerade so von Zerg rede. Dann könnt ihr auch einfach mal, den könnt ihr followen. Dann werdet ihr auch immer sehen, wann ich streame. Das werde ich jetzt mal jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen jetzt nicht können, weil da ich in Holland bin. Da mein Laptop dafür ein bisschen zu schwach auf der Brust ist. Aber da könnt ihr trotzdem immer followen, dann werdet ihr immer sehen, wann ich online gehe und was ich dann spiele und so. Planetside wird auch ab und zu mal dabei sein, bestimmt im Moment Hots hauptsächlich. Planetside aber auch. Dann gibt's noch Boah, jetzt hauen die alle ab. Naja. Dann gibt's auch noch, boah, keine Ahnung. Die zwei Spiele sind eigentlich im Moment die Hauptspiele. Was sonst noch so geplant ist, im Moment eigentlich nichts, wohlgemerkt an Twitch. Streame. Kann natürlich auch sein, wenn jetzt der Twitch-Kanal einfach von 0 auf 100 im wahrsten Sinne so richtig schnell steigt, dann würde ich natürlich auch dort mehr ausbauen, dann würde ich den auch mehr benutzen. Auf jeden Fall wird er auch benutzt, um Events zu streamen. Also wenn ich ein Event mache, das wird demnächst wieder eins kommen. Dort werdet ihr dann sehen, also dann wird das dann gestreamt halt. Also das Event halt, ne? Das ist ja der Sinn der Sache. Aber wir gehen mal wieder nochmal runter zu den Warnus, wo wir ganz am Anfang waren. Nimmst du gerade auf? Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, die neue Waffe ist, ja, ne, also mein Favorit ist er auf jeden Fall nicht, deswegen, also ich kann sie schon mal jetzt nicht empfehlen. Ich habe sie mir zwar gekauft für 1000 Zerz, aber Wäsche, was soll ich denn sonst mitmachen? So viel Zerz habe ich ja gar nicht. Na doch, also ich habe genug Zerz, also von daher. Ich weiß nicht so richtig, was ich sonst kaufen soll. Ich mach das doch gerne für euch, damit ich euch zeigen kann. Ist das feindlich? Da kann ich da euch dann wenigstens zeigen, wie die Waffe dann ist, abgesehen vom Testen. Ich hätte sie jetzt auch testen können, aber ganz ehrlich. Ja, wisst ihr. Was ich hab, das habe ich, und was nicht, das nicht. Also. Willst du mich veräppeln? Ich habe sowieso jede Waffe, die ich eigentlich haben will, die habe ich, also. Der Homo da. Oh, ich bin tot. Cool. Sau geil. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Rausspringen, Waffe tauschen, Leertaste drücken und überleben. Das war dann wohl doch ein bisschen zu viel schon. Wie lange noch? 10 Minuten. K. K. Was ist K? Naja, nimm einfach mal die Truppeinladung an von dem lieben Herrn Simi. Sagt mir jetzt nichts, kenne ich noch nicht. Vielleicht noch recht neu oder noch recht scheu. Neu oder scheu. Ah, lustig, Flachwitz. Schmeiß mal eine Flash da rein. Nehmt Trupp nicht an, war aus Versehen, okay. Ja, ist okay, ist okay. Jetzt sind wir ja doch im Trupp. Wow. Wow, der hat mich weggesniped.
I hate my life, ich auch. Ganz ehrlich, ich auch. Also heute, also was ich heute mache, 39, naja, 39 Kills habe ich ja doch schon, ne? Also, sagen wir mal, da habe ich schon weniger Kills gehabt in der Aufnahme. Vielleicht nicht so eine schlechte KD, das kann ja sein, aber trotzdem. Ich habe schon weniger Kills. Nein! So ein Dreck, ey. Mann! Gibt's ja auch nicht echt, ey. So ein Ranz-Shit hier. Da will man sich neu ausrüsten. Da kommt jetzt nämlich Sniper. Jo, mit der Rams. Jetzt ramme ich den Gegnern 50er Kaliber rein. Dem da, Paddy. Warum schießt mir jemand von hinten ab? Ist der uncool oder was? Bam. Mischt. Bleibt da stehen. Nein, ich hab gesagt, bleibt da stehen. Wow. Er hat sich gerade genau in dem Moment geduckt, als mein Schuss ankam. Aber ich glaube, ich hätte nicht getroffen. Ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen hätte. Hätte natürlich sein können, der Schuss war aus Versehen. Da bin ich aus Versehen auf die Mostaste gekommen. Den habe ich weggesniped. Da kommen Schüsse in meine Richtung. Ja, ich glaube, ich weiß auch ungefähr wo. Lebt dieses Wesen da, was auch immer das ist. Was ein Kampfrang 1er? Oh Mann, warum ich? Kann da nicht jemand anderes abschießen? Nee. 41 zu 46. Boah. Ich habe sogar noch eine Chance, eine positive KD zu kriegen. Da ist gerade ein unsichtbarer Flash vorbeigefahren. Warum werden jetzt hier... Warum werden wir jetzt schon wieder überrannt, ey? Overpop und so, ey. So, ich gehe jetzt mal wieder hier auf meinen kleinen Spot. Vielleicht kriegen... Finden wir noch einen. Wo muss ich denn? Hier. Genau, hier war das. Nein, da keiner. Den da. Wasch. Oh. Ja, das ist richtig scheiße in Blendezeit. Ganz ehrlich, das ist richtig, richtig beschissen. Man zielt über den Berg und trifft trotzdem den Berg, ey. So ein Ranz. Also das habe ich schon immer gehasst in dem Game, ne? Das fand ich ja in irgendeinem Game, in irgendeinem alten Game sogar. Ich glaube, das wäre ein Call of Duty gewesen. Selbst dort, in dem ersten Call of Duty, war das besser als in dem hier. Also ein Spiel, das wirklich schon 10 Jahre alt ist, hat eine bessere Hitmark als ein Spiel, was, naja, nicht nagelneu ist, aber so gut wie neu, ne? Das permanent im Prozess ist, also ganz ehrlich, das ist echt peinlich, Sony. Gott, was ist das? Der rennt da rum, ey, wie ein Krüppel. Na komm hoch, na komm hoch, komm hoch, komm hoch. Hallo, jemand hier? Scheiße. Sollte man echt einfügen, dass man One-Shot ist, ja. Dass zumindest bei so einer Waffe wie jetzt zum Beispiel die neue Teilmantel wirklich eine Waffe, die so lang nachlädt. Scheiße. Ah! Wenn wirklich die so lang nachlädt, wirklich so viel Damage hat, oder hier zum Beispiel bei der, die wirklich auch 1000 kosten, dass man dann wenigstens auch one-shottet die Gegner. Also zum Beispiel der mich, der hat mich auch gewone-shottet, ey. Wer weiß, vielleicht war es ein Heady, vielleicht aber auch nicht. Und da hat man wieder den Traktor gehört von draußen. Jo, da bin ich... Habt ihr das wieder gesehen? Diese Hitbox, Alter. Ich bin runter gewesen und da hat er mich trotzdem noch gehittet.
Und sowas, das verstehe ich nicht. Das geht mir einfach nicht in den Kopf, warum man das so machen kann. Da kann doch nicht sein, dass das nur durch den Surfer ist. Und wenn es durch den Surfer ist, dann sollen sich vielleicht mal ordentliche Surfer zulegen. Kann doch nicht sein, dass ich mit einem 80er bis 100er Ping hier rumrenne. Sowas, und das in einem Shooter. Das kann ja nicht wahr sein. Das dürfte normalerweise nicht sein. Meiner Meinung nach. Das finde ich zum Beispiel nicht gut. Das ist ja genauso wie, wenn man in zum Beispiel in Counter-Strike jetzt, stell dir mal vor, ihr spielt einen Counter-Strike mit einem 100er Ping, ey. Oder in StarCraft. Bei einem Spiel, bei dem es wirklich auf jede Sekunde drauf ankommt. Oh. Ja. Okay, ich sag da jetzt mal nichts dazu. Ja, ich wusste schon, dass die links sind, die Gegner. Hat man ja auf der Karte schon gesehen, die Roten Points. Aber ich hatte gehofft, dass sie nicht rüberkommen, aber... Die sind dann doch rübergekommen. Leider. Wow, den hatte ich doch nicht. Hatte ich den nicht getroffen? Also ich weiß nicht. Also das Snipen ist echt nicht meins. Hey, den habe ich aber getroffen. Na, den habe ich aber nicht getroffen. Ich kann jetzt auch noch schon mal voraussagen, wenn euch die Videos gefallen habt, oder wenn ihr dem Kanal helfen wollt, liked die Videos, dann ist nämlich immer gesichert, dass die Videos relativ weit vorne kommen und dann kriegen wir vielleicht noch ein paar andere Leute, die dann zugucken wollen und ja, da wächst die Community. Je größer die Community ist, desto mehr mache ich wohlgemerkt für euch. Oh, je mehr, desto besser, ganz einfach. Und wir können ganz viele Freunde sein. Wenn ihr mit mir spielen wollt, schreibt mich. Addet mich auf jeden Fall in Steam. Könnt ihr alle mich in Steam adden. Oh, ich bin tot. In Steam adden als Freund. XXCornyXX heiße ich dort. Dann könntet ihr in die Panico Centurio Steam Gruppe gehen. Auf jeden Fall, wenn ihr mich als Steam Freund habt, seht ihr auch immer, wann ich Blendzeit spiele. Dann, abonniert mich. Abonniert den Kanal. Ja, der kommt gleich wieder. Ich bin gleich nicht mehr da. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt. Guckt doch einfach mal auf den anderen Videos vorbei, ob euch da vielleicht ein Video gefällt. Zum Beispiel, was im Moment läuft, die Assassin's Creed-Reihe. Wir sind bei Teil 1, fangen wir jetzt im Moment an. Also, ist schon ein bisschen her, aber... Und wenn ihr da mitspielen, wenn ihr da zugucken wollt, bin ich mir immer dabei. Könnt ihr mir immer. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, und wie gesagt, der Twitch-Kanal in der Videobeschreibung stehen auch ein paar Links. Da könnt ihr meinen Charakter in Planetzeit zum Beispiel sehen. Den Twitch-Kanal, mein Facebook oder mein Twitter. Ich weiß nicht, müsste ich mal gucken. Ich möchte Facebook oder Twitter oder beides, keine Ahnung. Könnt ihr mich auch, wie gesagt, schon, auch mal auf followen, den Twitch-Kanal, und dann auch mal sehen, wann ich streame zum Beispiel. So, und dann werden wir jetzt hier die Aufnahmen auch langsam beenden. Wow, sind viele Gegner da hinten. Was machen die denn da? Wow. Eigentlich wollte ich jetzt schnell irgendwie ganz schnell da reinrennen, den Tod oder sowas, aber... Naja. Könnt noch einmal spawnen. Dann werde ich die Aufnahme beenden. Oh, Flash. Haben wir da alle geblendet, Zeit. Ja, Latscher. Ja, Latscher. Und bitte Leute, wenn ihr mit mir spielen wollt, schreibt mich an, ladet mich nicht einfach in eine Gruppe, weil dann lehne ich auf jeden Fall ab. Außer ich kenne die Person. Ja, ne? Also Leute, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Leider haben wir es nicht positiv geschafft.